Und Leid ist wieder da. Hi. Hi. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben bei Gambit Tycoon und die gute Daisy. Daisy. Hab ich es richtig ausgesprochen beim ersten Mal auch schon? Ja. Magst du mich Super. jetzt? Total. Also nicht. Naja, irgendwann habe ich versucht. Wir spielen weiter und Daisy hatte ein kleines Problem mit deinem FSJ, dass du dann nicht deinen Kopf so bewegst. Das ist ziemlich behindert, ja. Keine Worte. Ja, wenn man keine Organisation hat. Ich komme mir echt verarscht vor. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir wirklich. Aber hey, ich habe bei meiner Ausbildung ja ersten 4 Monate als Fachinformatiker nicht mal einen PC gehabt. Kam ich mir auch, Geil. da kam ich mir auch verarscht vor. So, und weil ich jetzt aber nochmal ein richtiges Top spielen möchte, entscheide ich jetzt mal, was wir hier überhaupt nehmen, was ich halt die ganze Zeit nicht gemacht habe. Zu einer Sportsimulation, weil ich weiß, dass die geil kommt. Die kommt richtig geil. Wie Sportsimulation. nennen wir die Sportsimulation? Dancing Queen. Na, 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 Schreibt man so na, Dancing Queen? Nein, das E kommt weg. na. Nein. Dancing. Das sieht trotzdem komisch aus, Das sieht irgendwie. komisch aus. Egal. Wenn es falsch geschrieben ist, dann. Ich sag mal Queen. K. Wie? W? Mit U noch, Ach oder? ja, genau, Queen. Irgendwie sieht das alles komisch aus. Das sieht extrem komisch aus. Oh Gott, ich glaube, wir sind einfach total behindert. Haben wir was getrunken? Ein Queen ist richtig. Aber Dancing. Auch Aber doch, richtig. ja. Muss. Doch, ist richtig. Ja, wir sind einfach nur behindert. Können uns da ja mit einweisen lassen in das Ding da. Ach komm, Simple Cutscenes, lass mal dran. Ja Mensch, Game das halt gut. Wir brauchen jetzt mal ein richtig hartes Spiel, weil wir verlieren Geld, das ist nicht gut. Ah. An mich habe ich Bock auf Essen. Ihr müsst wissen, Desiree und ich nehmen schon jetzt seit, wann war denn das, 15 Uhr? Auf. Also wir haben jetzt mindestens schon Nee, 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 3 Stunden nee. aufgenommen. Na, das bestimmt. Wir haben mindestens 3 Stunden jetzt schon aufgenommen. Zusammen. Ich glaube, wir gehen uns einander noch nicht auf den Sack, aber gehe ich dir auf den Sack? Nein. Das ist ja auch keinen. Aber ich glaube euch. Hat einen Eierstock, das reicht. Hast ganz viele Eier. Zwei Eierstöcke, glaube ich. Heißt das der Eierstock oder die Eierstöcke? Das sind ja Das zwei. sind zwei, es geht links und rechts ein. Ja, eben. Ja. Und zwar viel mehr als du brauchst, weißt du auch warum? Früher haben Frauen ein Ding, als sie noch ganz, ganz unterbildet waren, haben die ganz viele Kinder gekriegt. Ja, so wie Tiere. Genau. Darum habt ihr so viele Eier. Ja. Sind männlicher als männlich. Diese Themen! Oh Gott, da fällt mir auch was ein. Ja, Tee. Bitte. Da hast du immer die geilsten Geschichten drauf. Oh Gott. Oh Gott. Agathe Power. Eine Freundin von mir. Das Freundinnen? Als Nerd? Ich bin kein Nerd. Du bist der Nerd. Oh. Also, da waren wir, als ich noch in der Schule war, Das ist ja so lange her, ne? sind wir von der, sind wir zur Schule gelaufen, Wir entweder haben zur neues Schule oder Equipment. nach Hause. Cool. Geil, oder? Geil, sieht voll gut aus. Gell? Das ist ja richtig geil. Da würde man auch gerne arbeiten, oder? Da fehlt ein Aquarium. Ja, also wie in deinem Haus, deiner Wohnung. Die haben Haben voll. ein Ja, ich Aquarium. weiß. So eins braucht ihr. Braucht man da auch. Ja, Ey, noch die haben voll nicht. das geile Aquarium. Da sind voll die geilen Fische drin. Erzähl weiter, deine Freundin. So geil ist es jetzt auch Ich nicht. find's Aber geil. die Ich hab auch Fische keinen. sind cool. G3. Das ist einfach so gut. Das sind 3 Geek-Punkte. Dancing Queen. Sind wir zur Schule gelaufen? Und ich habe halt erzählt, dass meine Schwester ist. Ich liebe sie über alles. Aber sie vergisst manchmal so ein paar Sachen und ruft mich dann an, ich soll ihr das dann bringen. Oh, ich erinnere mich an die Geschichte. Ja, das hast du mir auch schon erzählt. Ja, erzähl weiter. Oh ja, Aber das. darum geht's gerade gar nicht, Ach so? sondern Oh, mein Auge. ging es darum, dass ich ihr, ich weiß gar nicht, wo sie war, ich glaube bei einer Übernachtung von mit ihrer Klasse oder bei irgendeiner Übernachtung war sie. Und ruft sie mich an,
Ja, du, Daisy, ich hab was zu Hause vergessen, ich brauch das jetzt. Ja, dann komm heim. Nein, es geht nicht, ich kann ja nicht weg. Ja, nicht mehr. Aha, was ist es denn? Ja, die Pille. Okay. Ich nehme Zimmer, das Ding gesucht, hingefahren oder hingegangen halt und ihr das gebracht. Es kam, glaube ich, schon zwei oder dreimal vor. Und dann habe ich das meiner Freundin erzählt. War alle drei Mal, also alle drei Male habe ich es mitgekriegt. Ja, und habe ich ihr es erzählt und sie so, hä, das ist doch nicht so schlimm, wenn man die Pille dann irgendwie einen Tag oder 2 Tage später erst nimmt. Und ich gucke sie so an. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ich mache das oft so. Und ich kriege immer ewig einen Lachanfall, gell? Und dann fragt sie mich, warum ich lach. Und dann meine ich so, ey Mädel, du weißt schon, dass die Pille darauf ausgelegt ist, dass man die jeden Tag nimmt, weil die Hormone den Eisprung zurückhalten. Und sie Ah, guckt mich diese an. Themen. Hä, also muss ich das jeden Tag nehmen? Oh Gott. Oh. Hoffentlich hat sie keinen Freund. Doch. Oh, also hoffentlich hatte der ein Kondom an. Sowas darf sich ja nicht Nein. verbreiten. Oh Gott. Also ich muss sagen, sie hat echt Glück. Sie, das ist ja aber Sie echt. hat Die hat echt Glück. echt Glück, ja. Oh Gott. Oh Gott, wie dumm. Weißt du, wenn du zum Frauenarzt gehst, dann wird dir das ja alles extra erklärt. Ein Moment, kleine Information für alle Leute, die zugucken. Hier, das ist jetzt der neue Practice-Zeug. Hier kriegen wir wesentlich mehr Punkte. Hier können wir also uns viel besser trainieren. Kostet dafür 10 Research-Punkte, aber das ist ganz gut. Ich glaube, CodeGem ist für Technology und Time Trials ist natürlich für Speed-Up. Wir machen mal Pixel Cup, weil das ist so, das ist eigentlich angelegt wie das hier, nur halt mit mehr Erfolg. Deswegen lassen wir die alle erstmal den normalen machen. Außer die hier, die habe ich nicht genug Punkte. Ups. Ja. Das erinnert mich an Ding. An diese Posts aus hier, Webfail und Co. Diese eine Post Ja. mit Sponsor, was? Ja, wir können euch sponsoren, von mir aus. Gibt bestimmt Fans oder so. Es gibt einen Post auf Ding, auf Webfail, von wegen so einem Facebook-Post. Ja, ich habe voll Bauchschmerzen und so und ihr ist schlecht und so, und dann kommen sie irgendwann darauf, dass sie vielleicht schwanger sein können. Und dann, nein, nein, das kann nicht sein. Wieso nehmt ihr die Pille? Ja, also mein Freund nimmt die. Wie, dein Freund nimmt sie? So geil. Dein Freund nimmt doch nicht die Pille. Ja doch, ich vertrage die Pille nicht so, deswegen nimmt er die Pille für mich. Das geht so nicht. Wie? Das hast du mir geschickt, Ja, gell? das habe ich dir geschrieben. Das ist geil an der Ende. Ich Ich meine, hoffe immer, dass es gefaked ist, aber ich es irgendwie gibt auch, aber einfach so dumme andererseits Menschen. finde ich es auch geil, wenn es nicht gefaked Ja. wäre. Ah, nennen wir das Webfail, weil ich gerade von Webfail gesprochen habe. Oh Mann, aber echt. Vor allen Dingen, wird dadurch, ich meine, wächst dem Typen jetzt irgendwann Brüste oder so, wenn der so viele Hormone Nein, schluckt? nein, das sind ja keine. Es gibt ja die Theorie, wenn du zu oft masturbierst, dass du weiblich wirst, weil du dabei Hormone loslässt. Östrogen lässt du dabei los, wenn du masturbierst. Es gibt da so eine Studie, dass sie dann irgendwann Brüste wachsen können. Das wird natürlich nicht passieren, aber es wäre trotzdem eine interessante Vorstellung. Ja, du hast Männerbrüste. Ja, ich habe halt als Kind, ne? Weißt du Bescheid? Oh Mann, diese Themen. Nein, ich habe vergessen, die anderen Sachen anzuklicken. Ach Mist. Muss dich konzentrieren. Ja, ich konzentriere mich gerade überhaupt nicht. Ich glaube, nach dieser Folge hören wir auch schon wieder auf, oder? Ja, hype mir das Spiel nochmal. Achso, was machen wir? More Story? More Gameplay. Gameplay ist wichtig. Die Game Pro. Die Game Pro. Wenn die Game Pro uns jetzt schlechte Resonanz gibt, ne? Ja. So, und jetzt kommen wir, glaube ich. Oder habe ich das schon ausgewählt, Gameplay? Ja, ich habe Gameplay. Oh Gott, weil habe ich Gameplay ausgewählt gehabt? Ich weiß es nicht. Nö, das funktioniert alles nicht. Hallo. Also. Immerhin haben wir eine neue Grafik-Engine darunter, das ist Und natürlich weniger gut. Geld. Und wir, oh Gott, wir haben noch 1 Million. Oh Gott, ich glaube, wir gehen pleite. Bestimmt. Das könnte schief gehen, das könnte wirklich schief gehen jetzt. Den Leiter brauchen wir eigentlich nicht. Open-Welt brauchen wir eigentlich auch nicht. Scheiß drauf. Weil World Design ist ja nicht so wichtig. Hoffe ich. Ich weiß es ja nicht. Oh, das ist aber geil. Das ist richtig geil hier.
So wie ich. Ihr wisst alle, dass es nur Spaß ist, hoffe ich. Du nicht? Du weißt das, oder? Du solltest mich gut genug inzwischen kennen. Das macht mir Angst, dass du jetzt nichts sagst. Oh nein. Oh nein. Oh, oh Gott. Oh Gott. Das ist ein super Spiel. What the hell? Ja, das ist ein Fail. Das ist der Fail. Passt ja. Scheiße. Wir müssen die trainieren. Wir müssen die definitiv mehr trainieren. Ah, das ist Design. Okay. Code Jam hier. Du machst. Dann kannst du ja eigentlich. Du musst auch Code Jam machen. Du musst ja mal Technologie. Du musst eigentlich mal schneller werden. Du bist mir viel zu langsam, Mädchen. Da hätte ich dann nur mal mehr Geld in die Einstellung von der reingesteckt. Oder nicht von ihr. Ja, halt von anderen Menschen. Bei der Suche hätte ich mehr Geld reinstecken müssen, dass ich bessere Leute bekomme. Das war ja noch die beste, die ich hätte wählen können. Das ist ja das Traurige. Was bist du? Du bist mir auch zu langsam. Ihr seid mir allzu langsam. Ich brauche viel mehr Zeit, Zeug. Ich bin versorgen. Aber ich bin dafür, dass wir trotzdem nochmal zusammen aufnehmen. Ich denke, ihr seid dafür auch, oder? Wenn ihr auch dafür seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das Ganze in den Kommentaren da lasst. Dass ich weiß, ob Desiree nochmal auf meinem Kanal auftauchen darf. Mal schauen. Das gibt ja jetzt bestimmt mindestens eine Woche. Es gibt so ewig viele Hater-Kommentare. Oh ja. Heyo. Heyo. Ich seh dich, du. Du alle. Es sind schon ganz, ganz viele Weiber, die neidisch auf dich sind, weil du neben mir sitzt und sie nicht. Man darf noch tagträumen. Man darf noch tagträumen. Mensch, was machen wir? Ich glaube, allein schon dafür, dass du Weiber gesagt hast, hassen sie dich an. Ach, die wissen, ich habe mir sowieso bei den Mädchen verkackt. Weißt du es nicht? Ich habe mich mal da mal reingeredet, dass ich gesagt habe, ihr Weiber, also nicht ihr Weiber, ich habe gesagt, ihr Mädels habt es echt schwer eigentlich. Weil ihr bekommt die Tage und dann seid ihr trotzdem noch das schlechte Geschlecht und ihr werdet schlechter bezahlt. Also eigentlich seid ihr schon scheiße dran. Und dann ging es halt den Kommentar. Ja, nein, wie willst du dich da jetzt wieder rausreden? Ist ja aber nur wahr. Ja, leider ist das wirklich wahr. Oh. Naja, eine Kassenwende will ich nicht machen. Ich wollte noch ein Contract Work machen. Jetzt draußen dunkel? Ja, es wird draußen dunkel. Warum? Jetzt ist es so dunkel. Also, ja. Ja, es ist halt auch. Ja. Siehst du, wie vorhin die Zeitunterschiede zu vorhin? Aber ich glaube, bei uns geht allmählich die Luft raus. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir, wie gesagt, schon wahnsinnig viel aufgenommen haben heute. Hier ist heiß. Hier ist echt heiß drin und wir haben... Jetzt, oh, wie viel haben wir jetzt aufgenommen? Also es sind bestimmt 3,5 fünf Stunden. Und 5 und 3 und 2. 10. Wir haben 10 Folgen aufgenommen. Mein normaler Tagespensum liegt bei 4. Maximal. Maximal nehme ich 4 auf, es sei denn, ja, das ist TTT. Ja, aber du musst auch mit mir schreiben. Da bin ich dir, da geht ja voll auf die Nerven. Das ist wirklich wahr übrigens. Wenn ihr bei mir Skype-Geräusche hört, ist es meistens sie. Das stimmt sogar. Das stimmt wirklich. Das ist kein Witz. Und... Du hast doch immer so viel zu erzählen. Ja, wir schreiben ja auch bis 4 Uhr nachts halt. Ja, das war aber auch nur gestern. Ja, und sonst immer, wenn... Schlafen. Es ist immer, wenn ich frei habe und du frei hast. Aber nicht bis um 4. Aber bis um 3 mindestens. Nein. Es ist oft so. Das ist schon sehr oft passiert. Alter, ich habe hier letztens den Skype-Verlauf von unserem letzten... Wir schreiben jetzt seit einem Jahr. Seit einem Jahr kennen wir uns und schreiben. Nein, ich habe ein bisschen länger, ja. 2-3 Monate länger. Nein, ganz länger. Auf jeden Fall nicht 1,5 Jahre. Nee. Nee. Ich kann dir nachher auf die Gedächtnissprünge helfen. Also ein bisschen mehr als ein Jahr, sagen wir so. Wir kennen uns mehr als ein Jahr. Und ja, ich hab gestern die Skype-Konversation auf jeden Fall von einem Jahr aufgerufen. Ja. Und mein Skype hat so hart angefangen zu laggen. Weil du mir irgendwas beweisen wolltest. Ja, ich wollte dir was beweisen. Ich hab's dir auch bewiesen. Ich hab dir gesagt, dass ich dich damals schon kannte, als du auf diesem komischen Dance Cup warst. Dance Cup? Dein komisches Dance. Ja, da. Ja, stimmt. Und auf jeden Fall habe ich ihr das beweisen wollen und mein Skype hat angefangen zu laggen, weil es so viele Nachrichten waren, die das nachladen musste, dass das ungelogen 5 Minuten geladen hat an Nachrichten. Das ist ziemlich krass, oder? Was passiert? Na gut. Trotzdem würde ich sagen,
wir haben das Ende der Folge erreicht, auch wenn es ein bisschen knapp, eine kurze Folge diesmal war, es tut mir leid, aber ich bin fertig, ich glaube du jetzt auch. Mhm. Man merkt auch, dass wir nicht mehr viel zu reden haben, beziehungsweise nicht mehr viel Interessantes. Ich würde mich aber freuen, wenn du wieder da bist. Ich zumindest persönlich. Ich bedanke mich dafür, dass du mir... Nur du. Ich persönlich bedanke mich, dass du dabei warst. Und die Leute, die zugeguckt haben, können das ja auch alle tun, indem sie Kommentare schreiben. Ich bin mir sicher, sie wird sie alle lesen, weil sie sowieso alle Videos anschauen wird. So wie ich sie kenne. Gut, dann würde ich sagen, mein Name ist Leid. Over and out.